Bauern, die wir hier haben, und rekrutieren die einfach schon mal. Denen ist ja trotzdem Geld, was die uns geben. Ja, nehmen wir mit. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir bekommen jetzt 29 Bauern pro Woche. Das Ganze läuft, wie gesagt, mit diesen, diesen Gebäuden, genauso wie mit den Sachen hier drin. Also alles wird sozusagen am Montag neu aufgefüllt. Praktisch, weil es ist heute Montag. Jetzt mal in echt. Wir können uns endlich so einen Bogenschützenturm leisten. Wir jetzt die 10 erste brauchen. Damit bauen wir einen Bogenschützenturm und damit ist die Stadt jetzt sozusagen schon fertig ausgebaut. Wir sind auch hier, wenn so ein grünes Häuschen in der Ecke ist, dann heißt das, die Stadt ist so weit ausgebaut, wie es geht. Und man kann sich in diesem Szenario nicht mehr leisten. Ich glaube, manchmal werden auch neue Gebäude freigeschaltet, in dem Fall aber eher nicht. So, es gibt noch so ein paar Mechaniken, die wir bisher noch nicht entdeckt haben und die sich uns bisher noch verschließen. Allerdings sollten wir die auch bald bekommen. Ich muss übrigens noch dazu sagen, diese Kreaturenstapel hier wachsen auch jede Woche. Das heißt, wenn man sozusagen vor allem in diesen längeren Szenarien halt eine Satzkreaturen wirklich von Anfang an stehen lässt, dann kann der sich am Ende durchaus zu einer unangenehmen Größe ausbreiten. Ich kaufe einfach mal die Sachen hier. Die nützen uns noch nicht so viel, wie sie es nützen könnten, wenn wir die Fähigkeiten dafür hätten. Eigentlich kann ich auch gleich hier bleiben. In den Zug mal trotzdem jetzt schon, denn jetzt ist eine neue Woche und damit bekommen wir neue Truppen. So, wir brauchen sowieso 100 Bogenschützen. So, wo gab es jetzt noch? Hier gab es noch Bogenschützen. Die wachsen hier übrigens auch und sammeln sich auch in den Gebäuden. Das ist eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Es gibt auch eine Woche des Fiebers, glaube ich. In Heroes 32 noch Woche der Pest. Da stirbt die Hälfte aller Kreaturen in den Gebäuden. Das heißt, es macht zwar erstmal soweit nichts, wenn man halt mal eine Woche nicht dahin geht oder wenn man halt mal kein Geld hat. Aber man sollte möglichst versuchen, vor so einer Woche des Fiebers wieder da zu sein. Da man ansonsten halt wirklich Stress bekommen kann. Das heißt, Stress, man hat halt einfach nicht die. Man kann diese Einheit dann nicht mehr bekommen. Entschuldigung. Okay. Ich würde das wahrscheinlich dann im Endvideo rausnehmen, das ich gerade gehostet habe. Entschuldigung. Ah. Ich soll vielleicht was trinken. Meine Kehle ist gerade etwas trocken. Was steht eigentlich hier rum? Ja, Entschuldigung. Ja, wir haben immer noch unsere Ziele. Wir werben 100 Bogenschützen an. Das machen wir gleich. Wir holen uns erstmal diese Bauern hier. Und, ja, nee. Ups, ach egal. So kriegen wir mehr Erfahrung für. Verteidigt. So, die Balliste ist im Prinzip jetzt ein eigenes Geschütz. Wir können sie nicht kontrollieren. Es gibt eine Fähigkeit, da kann man das dann. Es gibt auch noch eine Fähigkeit, die wertet sie sogar weiter auf. Und man hat dann 3 Schuss. Und ich glaube, 11 können die auch verzaubern. Das heißt, die macht dann auch. Man kann dann halt eine Ballista machen, die irgendwelche Zauber mit ausspricht. Zum Beispiel eben Schwächen oder was der Geier. Eigentlich alles sehr lustig. Und ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich das schon aufnehme. Ich würde mich hier. Ja, es gibt Artefakte, die Moral beeinflussen. Haben wir eigentlich alle schon gesehen. So. Ich würde mich hier, wie gesagt, durch die Kampagnen hangeln. Ich würde erstmal diese Kampagne hier machen. Schade, ich dachte, ich schließe mich an. Ich hätte gehofft, sie schließen sich uns an. Okay, jetzt lohnt sich unsere gerechte Strafe mal. Denn wir können es nicht vermeiden, dass unsere Bogenschützen angegriffen werden. Das heißt, wir werden erstmal gerechte Strafe ausführen. Dann mit den Bauern hier vorziehen. Die
schon den großen Schild? Gleich mal kurz sehen. Nein, okay, es gibt, glaube ich, Junker können, glaube ich, auch andere abschirmen. Das heißt, da würde es sich lohnen, die hier stehen zu lassen. So, aber eher nicht. Glück, das heißt, die Einheit ist raus. Und ich jetzt göttlich führe, müssten die Bodenschützen eigentlich. Das ist wie gesagt so ein Stück, was glaube ich in Heroes 6 dann ein bisschen entschärft wurde, dass man eben diese Initiative so ausnutzen konnte. Es hat sich schon gelohnt, dass wir die Ballista gekauft haben. Wir haben 4 Bogenschützen verloren, was sehr schade ist, aber kann man nichts machen. Das hier gilt nur bis zur nächsten Schlacht. Wir bekommen also bis zur nächsten Schlacht mehr Bewegung und mehr Moral. diese Dinger zusammen. Ich will einfaches Kriegsgerät lernen. Oder Segnung. Nein, einfaches Kriegsgerät. Gleich 2 Stufen. Achso, weil wir ein Ziel erreicht haben. Dann gibt es immer Erfahrungsstufen dazu. Einfache Lichtmagie. Ja doch, das nehmen wir. Okay, stimmt. Ich hatte vergessen, dass wir Erfahrungspunkte bekommen, wenn wir ein Missionsziel erfüllen. Das ist immer gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, Stufe 8 ist auch das Maximum für dieses Szenario. Eigentlich würde ich jetzt anfangen, andere Helden zu rekrutieren. Geht jetzt nicht, weil wir noch keine Taverne bekommen. Die Heldenrekrutierung läuft eigentlich immer über die Taverne. Man hat dann halt die Wahl zwischen 2 Helden pro Woche. Die werden auch alle die Woche neu gemacht und neu ausgelost. Einer davon ist immer die Fraktion, mit der man startet. Und der andere ist dann halt irgendwas Zufälliges. Bettler hat gar nichts. Achso, man soll für die Armen spielen. Ja, gut. Also, Glück, wir haben Pest-Zombies. Greifen wir doch da einfach mal an. Das ist keine Zeitverschwendung, das heißt, wir das Szenario so weit gehen, forschen, wie, so weit erforschen, wie es halt möglich ist. So bauerngerechte Strafen. Und dann die Zombies angreifen. Man sollte so eine Ballista immer gut überlegen. Es gibt später, wenn man dann auch Dunkelzauber hat, gibt es zum Beispiel den Effekt Blenden, der sorgt dafür, dass eine Einheit sozusagen ihren Zug verliert. Das Ganze ist dann wesentlich wichtig, dass dieser Effekt, dass die Einheit sozusagen nicht wehrt und keinen eigenen Zug mehr hat, der verschwindet, sobald die Einheit Schaden erleidet. Das heißt, wenn die Ballista dann sozusagen nicht kontrolliert wird, kann es auch sein, dass die dann diese Einheit angreift. Und dann ist sozusagen der Effekt sofort wieder weg. Das ist nicht so ganz wünschenswert. Okay, jetzt greifen wir hier an. Die 200 Bauern sollten die 10 Zombies eigentlich schaffen. 200 Bauern gegen 10 Zombies. Das mit 3 Zs drin. Ja, nehmen wir auch die Gegenwehr mit. Wir sollten eigentlich keinen töten, jawohl. So, damit wird das Ganze wesentlich gefahrloser. Oder kann etwas gefahrloser sein? Es kann ja nur gefahrlos sein oder nicht, oder? Naja, ist auch, ist egal. Mann, das erste NZ ist noch zu schwach, um diesen Effekt wegzukriegen hier. Achso, das ist dauerhaft. Ich glaube, das erste Hilfezelt kann später sogar negative Effekte komplett entfernen. Und wenn wir die Fähigkeit dazu haben, kann es sogar Einheiten wiederbeleben. In gewissem Umfang. Es ist dann immer nicht so mächtig, dass es dann so schnell zusammenkriegt, aber es ist doch ein recht viel dann möglich. Momentan sind Einheiten, die sterben, für uns so weit verloren. Das ist einfach so. Kann man nichts machen. Die Erfahrung geben und meisterlichen Gegenschlag benutzen. Okay. Ja, die Erfahrungs- und Punkte und Fähigkeiten aus dem letzten Szenario werden übertragen. Das heißt, das geht nicht verloren. Was verloren geht, sind Artefakte. Das heißt, ich glaube, wenn wir im letzten Szenario irgendwas an Artefakten gefunden hätten, wäre das jetzt weg. Ich glaube, in den Erweiterungen kamen auch Set-Items dazu, also
Artefakte, die zu einem gewissen Satz an Objekten gehören und die sind dann natürlich sogar wirklich. Das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich nicht tun sollen. So, jetzt ändern wir unsere Strategie etwas. Wir ziehen uns etwas zurück. So. Okay, wir greifen an. Das hätte ich nicht tun sollen. Wir werden auf jeden Fall in diesem Kampf Verluste erleiden, fürchte ich. Gerechte Strafe, göttliche Führung. Auf euch. Okay. Ihr greift an. Glück. Nein, natürlich nicht. Ihr verteidigt euch und die stellen wir hier vor. Sinn des Ganzen ist, dass wir dass die unsere Bogenschütze hier angreifen können. Gibt es nichts, das Wurm mehr verletzen kann? Naja, das war jetzt etwas unbelegt von mir. Ich hätte damit etwas warten sollen, vielleicht bis ich mehr Truppen habe. Andererseits gibt es hinter stärkeren Kreaturen meistens auch gute Belohnungen. Wir haben zum Beispiel einen Stahlgolem vor einer ganzen Menge Rohstoffe. Okay, ich würde, der schließt jetzt auch nicht an, wäre ja auch schön gewesen. So, wir stellen wieder alles vor unseren Helden. Denn wir können das. Oh Gott, das sind viele. Das sind viele. Das war vielleicht nicht so schlau. Ich weiß, ich tue heute sehr viele unschlaue Dinge, aber was sein muss, muss sein. Okay, das Schlimme an diesen Stahlbürsten ist noch, die haben unendlich Gegenwehr. Die uneingeschränkte Gegenwehr. So sehen die von Namen aus. Können sie also gegen alle Angriffe verteidigen. Und sind damit äußerst unangenehme Gegner. Sind außerdem immun gegen sehr viele Zauber, was allerdings in dem Fall nicht so relevant ist. Wir werden das mal auf unsere Fußsoldaten benutzen. So, wir greifen an. So, gute Moral. Super. Golems haben keine Moral. Das ist ein Vorteil, den wir jetzt haben. Die können nicht nochmal drankommen. Das heißt, die sind auf der Initiativliste in dem Sinne festgeschrieben. Alles andere kann durchaus eher oder später drankommen. Weg. Ihr verteidigt euch. Das ist die Dingens. D, okay. D. Die Ballista hat übrigens auch stärker, wenn der Held besser wird, weil der Held sozusagen auch Angriffs- und Verteidigungsboni zu seinen Truppen gibt. Das heißt, zumindest der Verteidigungsboni geht, glaube ich, sozusagen mit auf die Truppen. Das heißt, die sind dann auch etwas widerstandsfähiger. Es gibt noch verschiedene andere Sachen, die der Held sozusagen an seine Truppen weitergibt, zum Beispiel Artefakte. Also es gibt Artefakte, die zum Beispiel die Fähigkeit von gewissen Einheiten verbessern. Was dann durchaus. Wir greifen an, warten und wir greifen den Bogenschützen an. Ihr seht, warum Bogenschützen so wertvoll sind. Das ist im Prinzip ein elementarer Teil für einen verlustfreien Kampf. Ich würde jetzt einfach mal das Gold nehmen und das Video an dieser Stelle unterbrechen. Also. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Tschüss.